Hi, wenn du diesen starken inneren Wunsch hast nach dem Aufbau einer Community oder dieser Welt etwas zurückgeben, das, was du für dich erkannt hast, fürs Leben, möchtest du ganz gerne den anderen Menschen mitteilen, weil es ist so der Schlüssel zum glücklichen Leben und du vielleicht daran zweifelst, du vielleicht das aufschiebst oder nicht weißt, wo du anfangen sollst, dann schau dir auf jeden Fall dieses Video an. Die Antworten findest du in dem Reading. Viel Spaß! Und nun erlaube mir, mich mit deiner Energie zu verbinden, die einfachste Form deinerseits mir zu erlauben, deine Energie, dein Problem, dein Thema zu lesen, ist, dass du dieses Video likest. Dankbarkeit öffnet Herzen, schafft Brücken und erlaubt uns nicht nur zu verbinden, sondern auch den anderen Menschen dieses Video zu sehen. Denn wenn du dieses Video likest, kommentierst, gerne teilst, dann unterstützt du und hilfst dem Video weiterzugehen und weitere wundervolle Menschen da draußen zu erreichen. Meine Lieben, ich freue mich sehr. Und lass uns nun detailliert es anschauen. Gerne unterstütze mich auch auf der monetären Ebene. Geld ist Energie. Ich freue mich über jeden Energieausgleich. Meine PayPal-In-Adresse ist unten eingeblendet. Ich freue mich über jeden Energieausgleich. Gerne lass mich auch wissen, wenn dir dieses Video gefallen hat und geholfen hat, dein Thema zu verstehen. Abonniere meinen Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast. Folge mir gerne auch auf Instagram. Und wenn du dir eine persönliche Legung wünschst, dann schreibe mich über Instagram oder über die E-Mail-Adresse. Beide Kontaktmöglichkeiten sind unten eingeblendet. So, meine Lieben, dann schauen wir mal. Wir haben König der Münzen, wir haben 6 der Schwerter und die Schattenbotschaft ist die Share Wisdom. Also hier nochmal für dich. Wir haben König der Münzen, 6 der Schwerter und Share Wisdom. Es geht um einen Neubeginn, es geht um etwas Standhaftes, um etwas Bodenständiges aufzubauen, etwas für die Welt schaffen, etwas Stabiles, so ein geborgenes Zuhause. König steht auch für Vaterrolle, es kann tatsächlich darum gehen, dass du vielleicht Vater geworden bist oder Vater bist und diese Vaterrolle gerade diese sehr viel abverlangt, beziehungsweise das Wichtigste im Leben abverlangt. Das neue Kind, das neugeborene Kind erlaubt dir endlich, dich zu hinterfragen, warum leben wir? Also die einfachsten, die wichtigsten Fragen anzugehen und überhaupt den Sinn des Lebens zu verstehen. Aber auch allgemein gesprochen die Energie. Die König der Münzenenergie, etwas, ja, das ist eine stabile Energie. Erdenergie betrifft Stier, Steinbock und Jungfrauenergie. Und man geht hier auf eine Reise. Man geht hier auf eine Reise und teilt das Wissen. Das kann auch wirklich sein, dass es betrifft natürlich Frauen genauso wie Männer. Es geht darum, auch ein Business aufzubauen. Es geht darum, ein Business aufzubauen, was ausschließlich mit deinen persönlichen Erfahrungen zu tun hat. Das, was du dein Leben lang erlebt hast, das, was du dir immer mehr bewusst gemacht hast, die letzten Jahre, auch was du aufgearbeitet hast, verarbeitet hast, du merkst, dass das eine Riesenchance hat. Nicht nur für dich selber, weil du gesehen hast, wie viel Nutzen es bringt, wenn du mehr an dir bei dir bist, mehr an dir arbeitest, wie viel Frieden es mit sich bringt, sondern wie viel Gutes du auch der Welt geben kannst. Denn auch so ein Kind eröffnet die Augen.
Man möchte dem Kind die Welt schenken. Und dieses Gefühl hast du gerade. Du willst den anderen die Welt schenken. Womöglich, was du als Kind vielleicht auch von dem Papa nicht bekommen hast, dieses Kind, schau mal, das ist das, das ist das, das ist das. Na, die Mama hilft so intuitiv, na, und der Papa, der macht das so durch schau mal, durch das Reden, Vorgeben, also so männliche Energie. Und genau das willst du gerade den anderen geben, diese Energie sehe ich hier gerade. Du willst diese schützende Hand sein für die anderen Menschen da draußen, weil du dieses väterliche Gefühl hast. Du willst die beschützen, aber auf so eine gute Art und Weise, so ein cooler, verständnisvoller Papa sein, der sagt, Kind, komm her, lerne aus meinen Fehlern. Na, kann auch wirklich sein, dass du dieses Gefühl zu deinen Kunden hast, solltest du welche haben, oder generell zu deinen Mitmenschen. Und das ist natürlich ein wundervoller sozialer Kleber, kann man sagen. Egal, ob man das ehrenamtlich macht, unter seinen Freunden oder es schon zum Beruf gemacht hat, das bringt wieder Sinn in dein Leben. Ne? Weil du ja an deinem Beispiel weißt, wie viel Gutes es mit sich bringt. Und wenn du anderen hilfst, dafür Geld bekommst und vor allem noch was Gutes für die anderen na, gibst und machst, das ist ja, besser kann es nicht geben. Ja, und es geht hier vielleicht tatsächlich auch ein gewisses Geschäft außerhalb der Stadt. Also es geht weg von diesem Alltagstrubel, weg von diesem City-Trubel. Gesunde Grenzen setzt du auch auf jeden Fall, mehr Naturbezug. Es geht auch um Aufbau, Bau. Ganz viel nehme ich auch unter den Männern die Energie, ich möchte eine Community aufbauen. Ich möchte einen Ort aufbauen, wo Gleichgesinnte leben. Ich möchte ein Retreat schaffen, wo Menschen hinkommen können und sich und das machen können, wo ich mir das gerne gewünscht hätte. Also man baut wie damals, ne? Das, was ich als Kind nicht hatte, gebe ich meinen Kindern weiter. Und das, was ich auf meiner Selbsterkundungsreise nicht hatte, möchte ich das nach außen geben. Denn der Verstand weiß nicht, ne, ob das man dem anderen gegenüber gibt oder sagt oder tut oder sich selbst. Na, übrigens egal in welcher Energie. So, schauen wir mal. 5 der Schwerter und 7 der Stäbe. Und ja, das ist etwas, wo du auch vielleicht gerade so ein bisschen abkassierst, weil nicht jeder versteht gerade deinen Wunsch. Das ist auch gerade so ein Selektierungsverfahren, wenn du siehst, wenn du weißt, dass es irgendwie früher oder später eintreten wird. Entweder baust du das selber auf oder du ziehst in so eine Gemeinde oder du baust so ein Retreat mit auf. Also es geht hier auf jeden Fall um Heilung des Kollektivs. Egal in welchem Format. Und das ist gerade wie so ein Selektierungsverfahren. Egal, wem du davon erzählst, du weißt, es tut dir gut. Und du weißt, es tut dir gut. Es wird gerade noch an der Laut. Du weißt, es tut dir gut. Und du weißt auch, wie die Menschen reagieren darauf. Ne? Das heißt, das ist etwas Gutes, das ist dein Herzenswunsch. Und das hilft dir auch zu verstehen, willst du langfristig mit solchen Menschen dann zusammen sein oder nicht? Sagen die so, du bist ja verrückt, oder sagen die geile Idee? Und ja, das ist auch etwas, wo du quasi Licht in Schatten bringst für dich selbst. Ja, das ist etwas, wo du siehst, na, die anderen brauchen das ganz arg. Na, die brauchen das ganz arg, aber es macht nichts. Ich schaffe das. Es macht nichts, ich schaffe das. Es kann aber auch wirklich sein, dass du gerade auch in einem Umfeld gerade bist, wo du ständig kämpfst, na, wo du ständig diesen machen musst. Und du willst aber da raus. Und das ist auch etwas, was auch der Grund dafür ist, wo du merkst, hey Leute, 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 ne? Meine Umgebung ist gerade die Unterstützung, also irgendwie, ich fühle mich da nicht wohl. Ich fühle mich missverstanden, ich fühle mich anders.
Ich muss mich um meine Existenz ständig, also ich muss ständig meine Existenz auf die Prüfung stellen, mich ständig beweisen. Ich will das nicht. Das Leben ist frei, wir sind frei. Ich will mich nicht ständig beweisen. Wir haben hier eine Blockade, okay. Eine gewisse Prokrastination. Man hat Angst davor. Schau mal, vier der Schwerter. Man schiebt das ständig auf. Man hat diesen Traum, man schiebt den aber auf. Weil man nicht weiß, warum. Aber was ist? Was ist, wenn? Was ist, wenn? Und diese Angst, was ist, wenn? Diese Angst, was ist, wenn? Was ist, wenn? Was ist, wenn? Das ist das, was dich ständig zurückzieht. Du hast noch nicht mal angefangen und du bist aber schon frustriert. Okay, welche Lösung haben wir darauf? Tatsächlich aufhören, ständig den anderen zu beweisen, dass es gut ist. Setze deine Energie weise ein und weise um. Die Gespräche, die du führst, um anderen zu erklären, dass es doch wichtig und gut ist, und denen zu beweisen, diese Energie könntest du locker entweder in dich selbst aufwenden, um etwas Neues zu kreieren, in die Gespräche mit den Menschen zu investieren, die das gut finden, nach den Menschen zu suchen, Anzeige aufzugeben, wirklich in die Planung zu gehen. Denn das ist wie so ein geschlossener Kreis, wie so ein Dorf. Na, du lebst im Dorf von Unbewussten sozusagen, du bist der Einzige, der bewusst ist. Ich sage nicht, dass jemand hier besser oder schlecht ist. Ich sage nur, dass du dir ein Umfeld aussuchst, wo du dich frei fühlst. Denn das ist wie so ein Dorf, der sagt, du darfst nicht aus dem Dorf ausbrechen, da sind Wölfe. Habt ihr da Wölfe und die werden dich umbringen, die werden dich auffressen und so weiter. Habt ihr die Wölfe gesehen? Nee, nur gehört. Von jemandem, von einem Freund, von einem Freund, von einem Freund gehört, so eine Geschichte gehört. Nee, 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 also nur gehört. Und das ist so eine latente Angst, die immer in der Luft schwebt. Man hat aber nie ausprobiert. Und du denkst, du brauchst die anderen, deswegen erzählst du ja ihnen. Aber dich hält ja keiner zurück. Das ist ja wie eine selbst umgehangene Leine, die du selbst aufgehangen hast. Du hast den anderen selbst erlaubt, dir zu erlauben oder dir etwas zu verbieten. Fange an, dir selber Dinge zu erlauben und dir selber, ich will gar nicht sagen, dir zu verbieten. Fange dir an, selber Dinge zu erlauben. Erlaube dir zu träumen, erlaube dir Nein zu sagen. Erlaube dir heute kein Gespräch mit dieser Person zu führen. Erlaube dir, dich nicht schuldig zu fühlen. Erlaube dir, glücklich zu sein. Erlaube dir, deine komplette Zeit in deinen Traum zu investieren. Erlaube dir, deinen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Denn der Traum kann nur dann real sein, indem die Kassette schon in dir drin ist. Matrix ist nur, ist neutral. Matrix spiegelt uns unseren Glauben, unsere Glaubenssätze. Und wenn du einen Wunsch, einen Traum hast, aber dich ständig von den Gedanken ablenkst, dass es nicht möglich ist, und sei es jetzt diese Gedanken kommen in Form von deinen eigenen Gedanken oder die werden in der Sprache der anderen Menschen dir wiedergespiegelt und du sagst, nee, die haben recht, die haben recht. Dann bleibst du in diesem geschlossenen Kreis, breche aus und lass es geschehen. Und Leute, ich sag's euch, ich weiß, wovon ich rede. Unser Glaube kann Berge versetzen. Wenn du etwas möchtest, da kannst du es erreichen. Setze deine Energie weise um und verabschiede dich von allen Gedanken, die dich davon ablenken und die dich ins Gegenteil kehren, die dich in das Alte zurückkehren. Erinnere dich an die Momente, wo du dir gewünscht hast, dass es endlich vorbei ist, dass es etwas Neues eintritt. Du bist schon mit einem Fuß da draußen, du bist schon vielleicht sogar mit zwei Füßen da draußen, denn du bist erwacht. Du riechst schon das Neue. Erlaube dir, das Neue zu sehen und zu leben. Und die höhere Timeline kannst du, in die höhere Timeline kannst du springen, in die höhere Timeline kannst du leben, indem du es emotional bereits durchlebst und auch erkennst, warum du das leben möchtest. Erst kommt die Neugierde. Was haben wir noch? Welche Lebensmöglichkeiten gibt es denn für mich? Was ist schon?
Dann kommen die Gefühle. Durch die Gefühle erlaubst du dir, reinzuspringen und zu testen. Und der dritte Schritt ist der Schlüssel, ist das Warum. Warum willst du das? Warum willst du zum Beispiel diese Community aufbauen? Was ist dein Warum? Was ist dein Warum für dich, für deinen persönlichen Wachstum und für die Community? Denn das sind die zwei Hauptaspekte von unserem Seelenvertrag. Erfahrung hier zu machen und diese mit anderen zu teilen. Und ich sag's dir und uns, der Grund, ich möchte diese Erfahrung sammeln, ich möchte wissen, wie es sich anfühlt. Dieser Grund kann bereits genug sein. In die höhere Timeline. Oh wow. Und in der höheren Timeline bist du nicht mehr der Gehängte, der sich wie aufgehängt fühlt. Na, dass du da nicht durchkommst, dass du kommst da nicht voran. In der höheren Timeline siehst du all das, was du bis jetzt nicht richtig wahrnehmen konntest, weil es umgekehrt war, siehst du mit deinen Augen. Du bist dann frei. Und du bist connected zu deinem höheren Selbst. Du befreist dich aus dem Marionettendasein. Und du erlaubst dir die Verbindung zu deinem höheren Selbst, endlich Fokus auf das Große. Und das geht durch den Aufbau dieser Community im kleinen oder im großen Schritt, wo du anfängst, auch dein Wissen zu teilen. Ein Leben, wo du nichts mehr erobern musst. Ein Leben in der Freiheit, ein Leben, wo du einfach bist. Ein Leben, wo du dich unter Gleichgesinnten untermischen kannst und dich gut fühlen kannst. Ja, mein Lieben, das ist die Botschaft. Damit ist alles gesagt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, ob es mit dir resoniert. Lass mich wissen, like, kommentiere dieses Video. Und ja, lass mich wissen in den Kommentaren. Bis dahin, ciao, ciao.